Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben jetzt heute zu tun mit 11 neuen Mods und 2 Updates. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Hate My Sniper, Kuhstall, Andreas, Paul, Unlicht und Tim für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir haben auch das Zwischenziel von 750 Abonnenten überschritten. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle und jeden einzelnen von euch, dass ihr den Kanal so unterstützt. So kann es weitergehen. Die 1000 sind nicht mehr weit. Lass uns weitermachen, bis wir auf jeden Fall die 1000 erreicht haben. Und danach geht es weiter auf die 1500, damit wir den Antrag stellen können, Partner von Giants zu werden. Wie immer starten wir erstmal mit den Updates und das erste Update ist der Amazone ED3000, kommt von Mada HR, Downloadgröße 6,64 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, dynamische Schläuche hinzugefügt. Das zweite Update kommt für den Kuhn Deltis 1302. Ebenfalls von Mada HR, Downloadgröße 13,69 MB, jetzt in der Version 1.1.0 und ist ebenfalls für alle Plattformen. Der Changelog sagt, dynamische Schläuche hinzugefügt, Preis angepasst, Fronttank PF 1500 hinzugefügt. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar heißt diese veränderbare Arbeitsgeschwindigkeit, kommt von Sperrgebiet, Downloadgröße 13 KB. In der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Mit dieser Mod kann bei jedem Fahrzeug oder Anbaugerät die maximale Arbeitsgeschwindigkeit verändert werden. Dazu muss auch nicht extra zum Fahrzeughändler oder zur Werkstatt gefahren werden, sondern das Gerät muss nur ausgewählt werden. Die maximale Geschwindigkeit ist standardmäßig auf 42 km/h, kann aber auch in der Konfigurationsdatei, Spiel, Benutzer, Ordner und so weiter geändert werden. Die Standard-Tastenbelegung kann natürlich geändert werden. Linke Steuerung und linke Alt-Taste plus das Nummern plus wird das Limit erhöhen. Die linke Steuerungstaste und die linke Alt-Taste plus das Nummernzeichen minus wird das Limit verringern. Die linke Kontrolltaste und die linke Alt-Taste plus Position oder Home wird das Limit auf den Standardwert zurücksetzen. Wir kommen zum Case IH Axial Flow US Series. Dieser kommt von Casarias Modding. Downloadgröße 55,84 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Drescher entweder in der 2-Rad- oder 4-Rad betriebenen Version. Wir schauen uns erstmal die 2-Rad betriebene Version an. Dieser kommt standardmäßig mit einer Leistung von 285 PS, 350 Liter Tankfüllmenge für Diesel. 32 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. Das Standardvolumen für das Erntegut ist 7000 Liter, Gewicht 15,4 Tonnen und der Preis ist bei 60.990 Euro. Hier kann ein Trichteraufbau hinzugefügt werden und zwar von Standard auf Erweiterung, welches dann das Volumen auf 10.219 Liter anwachsen lässt. Dann gibt es die XL Extension, was dann ein Volumen bringt von 12.219 Litern. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Continental. Das Logo kann hinzugefügt werden und zwar einmal ja. Was ist dann hier dieses 35 Rotary Leadership oder dann nein. Dann gibt es die Seitenabdeckungen, die hier hinzugefügt werden können und zwar einmal eine, zwei oder keine. Das ist diese Abdeckung hier. Dann die Motorenausführung gibt es die 2003er, die 2388 mit 285 PS. Davon gibt es die AFS-Version, die ist auch mit 285 PS. Dann gibt es die 2006er-Version, die ist dann auch mit 285 PS. Hier gibt es die V2-Version, die ist ebenfalls mit 285 PS. Dann gibt es die 2388, ebenfalls mit 285 PS. Dann gibt es die 2008er Version, das ist dann die 2588 mit 305 PS und hier gibt es die V2 Version auch mit 305 PS. Dann das Entladerohr kann geändert werden von Standardrohr zu lang. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Schwarz und Rot.
Und zwar ist die Hauptfarbe betreffend die Garnituren, also das heißt die Leiter und so weiter. Die Designfarbe kann ebenfalls geändert werden zwischen Schwarz und Rot und betrifft den Korntank obendrauf. Dann gehen wir zu der vierradbetriebenen Version. Die hat dieselbe Eckdaten wie der zweiradbetriebene. Ich gehe auch davon aus, dass alles exakt dasselbe ist. Auch hier die PS-Leistung. Je nach Motorenausführung ist alles X-Equal identisch. Also hier gibt es außer, dass der eine eben Zweirad betrieben ist und der andere Vierrad betrieben ist, keinen Unterschied. Wir kommen zum Mac R. Und zwar kommt dieser von Raul E. Christi oder dem VSR Modding Sur Team. Downloadgröße 11,56 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser LKW mit einer Leistung standardmäßig von 500 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 8,8 Tonnen. Der Preis 79.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Nokian und Continental. Dann gibt es beim Design Design 1, Design 2, Design 3, Design 4, Design 5 und wieder zurück zu Design 1. Dann beim Design gibt es hier auch keinen Filter, dann einmal mit einem Filter oder Filter hoch oder kein Filter. Dann beim weiteren Design heißt es zwar kein Filter, aber ist wohl hier definitiv gedacht, hier der Rückspiegel, der hinzugefügt wird. Das ist das hier oder so hier. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer richtig schön großen Palette. Und da gibt es einmal schwarz matt und einmal schwarz normal. Die Designfarbe kann auch ebenfalls aus derselben Farbpalette ausgewählt werden und betrifft der obere Teil der Kabine. Die Innenfarbe kann auch geändert werden und verändert die Farbe der Armaturen und der Sitze. Und natürlich die Felgenfarbe kann aus dieser Palette hier ausgewählt werden. Und es versteht sich von selbst, dass dies die Felgen betrifft. Wir kommen zum Labbe Rotil Frontor Meißel Grubber. Dieser kommt von Fred Modding. Downloadgröße 3,69 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Front Grubber mit einem Gewicht von 9,8 Tonnen, braucht eine Leistung von 120 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und der Grundpreis ist bei 4.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Wredestein und Trelleborg. Und das war es dann auch schon an Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Kvernerland Optima V. Kommt von Mada HR, Downloadgröße 5,94 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Einzelkorn-Sämaschine kommt mit einem Volumen für Saatgut von 1360 Litern, einem Gewicht von 1,8 Tonnen, braucht 70 PS, hat eine Arbeitsbreite von 4,5 Meter, 16 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis 29.000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Zeutberg 1500 Kilo Gewicht. Dieses kommt von Agra Design Austria, Downloadgröße 1,03 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieses Gewicht kommt standardmäßig mit einem Gewicht von 800 Kilogramm und kostet 1750 Euro. Das Gewicht kann geändert werden und zwar bis zu 1500 Kilo, das heißt 1,5 Tonnen und der Preis liegt dann bei 2550 Euro. Des Weiteren gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten in diesem Fall. Wir kommen zum Lizard Famed 5 Federpflug. Dieser kommt von KRKZ Modding und CNG Mods. Downloadgröße 4,55 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Pflug mit einem Gewicht von 1 Tonne, braucht 100 PS, hat eine Arbeitsbreite von 2,6 Metern, eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Und der Preis liegt bei 15.000 Euro. Auch hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Multifruit Container Plus IT Runner Pack. Dieses kommt von Raul E. Christi VSA Modding Team Su. Downloadgröße 11,24 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommen dieser Multifrucht-Container in drei verschiedenen Ausführungen plus natürlich dem entsprechenden Untersatz. Und den schauen wir uns als erstes an.
Das ist der 26.33 HD, wiegt 12,4 Tonnen und kostet 35.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Nokian, Michelin und Trelleborg. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer ziemlich großen Palette und betrifft den Rahmen an sich. Die Designfarbe kann gewählt werden aus derselben Palette und betrifft die Kotflügel. Und die Felgenfarbe spricht für sich. Das ist natürlich die Felge und kann auch aus einer sehr großen Palette ausgewählt werden. Da gibt es drei verschiedene Aufsätze, und zwar einmal den XL, den M und den S-Container. Den S-Container schauen wir uns erstens an. Dieser kommt mit einem Ladevolumen von 28 Kubikmeter, einem Gewicht von 1,5 Tonnen und kostet 3.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus derselben Farbpalette wie vorher, ebenso wie die Designfarbe. Der mittlere Container hat ein Ladevolumen von 38 Kubikmeter, wiegt auch 1,5 Tonnen, kostet 4.000 Euro und die Farboptionen sind dieselben wie vorher. Dann gibt es noch die XL-Variante und die hat 48 Kubikmeter Ladevolumen, wiegt 4,5 Tonnen und hat ein maximales Zuladegewicht von 5,5 Tonnen. Der Preis 5.000 Euro. Auch hier ist dieselbe Farbpalette als Auswahl gegeben. Wir kommen zum Rasol Toro RVH. Dieser kommt von Paolo 5090R, Downloadgröße 4,91 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Walze mit einem Gewicht von 4,1 Tonne, braucht 40 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6,2 Meter und die Arbeitsgeschwindigkeit von 14 km/h. Der Preis 14.500 Euro. Auch hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Die nächste neue Mod ist das Lizard SLM 150 Motorrad. Kommt von Schleutjes Modding, Downloadgröße 6,68 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und dieses Motorrad kommt mit einer standardmäßigen Leistung von 83 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 10 Litern, Maximalgeschwindigkeit bei 105 km/h und Gewicht 285 Kilo. Der Preis 2680 Euro. Der Lenker vorne kann gewechselt werden zwischen Original und mit Abziehbild oder mit Licht. Lenkerschutz gibt es auch Original oder mit Schutz oder wieder Original. Abziehbild gibt es auch Original oder die Nummer 46, Nummer 04, 09, 86, 17 und 01, 23. Da gibt es verschiedenste Variationen. Beim Auspuff kann gewählt werden, Original oder Auspuff verchromt oder zurück zu Original. Dann Lenker gibt es auch hier Original oder Chrom. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe ebenso. Natürlich auch die Felgenfarbe, da gibt es auch die Standardpalette zur Auswahl. Ja, das wäre dieses Motorrad. Problem hier ist, dass es selbst im Shop gleich hinfällt und daher auch absolut unbrauchbar ist. Also selbst wenn ich jetzt mich drauf setze, den Motor starte und versuche wegzufahren, muss ich mal ein bisschen zurücksetzen, kippe ich zur Seite und kann überhaupt nichts machen, weil es einfach den Schwerpunkt nicht korrekt gesetzt hat. Ich kann dazu sagen, ich habe die Rea-Mods natürlich nicht drin. Also hier, komisch, kann man überhaupt nichts damit anfangen. Schade, schade, schade. Wir kommen zu der letzten Neumod, und zwar ist das die Traubenverarbeitung. Kommt von SLMT Stefan, Downloadgröße 3,28 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich im Baumenü zu finden unter Produktion und Fabriken. Ist dieses Teil hier, Kostenpunkt 80.000 Euro und 100 Euro Unterhalt pro Tag. Und hier können natürlich aus Trauben Rosinen und Traubensaft hergestellt werden. Es gibt aber hier auch noch eine weitere Möglichkeit. Und zwar wird jeweils bei der Produktion von Trauben zu Rosinen auch noch etwas Schweinefutter produziert und dasselbe natürlich auch beim Traubensaft. Das war es denn auch schon wieder von den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit. Bitte lasst doch gerne den Daumen da, falls euch dieses Video gefallen hat. Holt euch das Abo ab, wollt ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen und auch keine anderen Inhalte, die auf diesem Kanal präsentiert werden.
Ich bedanke mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Es ist schon wieder Bergfest. Es geht schon Richtung Wochenende. Dann würde ich mal sagen, danke, tschüss und hasta luego.